Willkommen bei OE24 TV, heute Abend mit einer Sondersendung zur Rede von Finanzminister Hans-Jörg Schelling, die er heute gehalten hat. Ich darf den Finanzminister bei uns im Studio begrüßen. Schönen guten Abend. Ebenfalls bei uns zu Gast heute Franz Schellhorn, Leiter des Thinktanks Agenda Austria. Sie werden mit mir ein bisschen den Finanzminister zu seiner Rede befragen und wir werden vor allem auch ein bisschen dem Finanzminister auf den Zahn fühlen, welche Reformen denn nun konkret kommen und wie dieser Pakt für Österreich, den Sie heute angesagt haben, denn konkret aussieht. Wir starten aber ganz kurz mit einem aktuellen Beitrag, schauen ein in die Rede des Finanzministers und schauen uns einmal die Highlights an, die Finanzminister Hans-Jörg Schelling heute Vormittag angesagt hat. Ja, Herr Finanzminister, ich darf mit Ihnen starten. Sie haben heute den Pakt für Österreich angesagt, nach dem Plan A, den Bundeskanzler Kern ja letzte Woche angesagt hat. Wie unterscheidet sich denn dieser Pakt für Österreich vom Plan A? Also der Pakt für Österreich ist kein Wahlprogramm und auch kein Parteiprogramm, das ist ein Arbeitsprogramm. Ein Arbeitsprogramm, das aufzeigen soll, dass wir enorm viel zu tun haben, dass die Menschen von der Regierung erwarten, dass sie das auch tut. Und ist ein Arbeitsprogramm, wo wir die nächsten 18 Monate einen beträchtlichen Teil davon abarbeiten können, wenn man das will. Es geht nämlich nicht nur darum, dass wir jetzt Dinge ankündigen, sondern die Menschen erwarten von uns Lösungen, sie erwarten von uns Resultate. Und daher war der Pakt für Österreich aufgebaut auf konkreten Maßnahmen. Was kann man kurzfristig tun, um Österreich wieder zurück an die Spitze zu bringen, vom Arbeitsmarkt bis zu den Pensionen, aber auch von budgetärer oder finanzpolitischer Sicht, die hier notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen. Jetzt haben Sie auch konkret in diesem Pakt für Österreich einige Reformen vorgestellt. Zeitraum der meisten ist bis 2020. Einige sollen schneller gehen, ein paar dauern bis 2021 beispielsweise. Welche Reformen sollen denn nun konkret passieren, Ihrer Meinung nach? Also wenn Sie die langfristige Agenda ansprechen, so geht es um einen wesentlichen Punkt, das ist der Bundesfinanzrahmen. Der Bundesfinanzrahmen ist ein mittelfristiges Budgetprojekt, wo wir die Jahre 18 bis 21 darstellen. Deshalb dauert das bis 21 und der einzige Punkt, der so lang dauern sollte, ist, dass wir das Ziel erreichen, in diesem Finanzrahmen 5% der Ausgaben einzusparen und davon ein Drittel, das sind ungefähr 3,8 Milliarden, die wir einsparen wollen, ein Drittel wieder auszugeben für offensive Investitionen, für Bildung, für Forschung, für Technologie. Das ist der einzige Punkt, der so lange dauern sollte. Alles andere, habe ich gesagt, den beträchtlichen Teil kann man bei gutem Willen im ersten Quartal 2017 abarbeiten, denn ein Thema wie, dass wir bei einer Kontrolle durch den Arbeitsinspektor in Zukunft beraten statt strafen, das kann man morgen machen. Es wird Punkte geben, die werden im zweiten Quartal möglich sein, weil man dazu Gesetzesänderungen braucht. Das heißt, man benötigt eine Gesetzesvorlage, parlamentarische Behandlung. Und dann wird es Punkte geben, die sollten bis Jahresende abgearbeitet sein, weil sie durchaus etwas komplexer sind. Aber worauf ich hinweisen möchte, ist, für alle diese Punkte gibt es Analysen, gibt es Vorschläge, gibt es Lösungen. Jetzt geht es nur darum, tun, einfach umsetzen. Und das war das Ziel dieser Rede und auch das Ziel des Pakt für Österreichs, sodass nicht die Maßnahmen verschleppt werden, wie wir das in der Vergangenheit gesehen haben, sondern nur die eine Maßnahme, die budgetär konsolidierend wirken muss, dass die einen längeren Zeitraum hat, aber alles andere kann man sofort in Angriff nehmen. Jetzt soll 2017, das haben Sie angekündigt, das Jahr der Reformen werden. Sie haben ja gesagt, ein paar kann man im ersten Quartal, ein paar kann man im zweiten Quartal umsetzen. Konkret, welche Reformen sollen jetzt 2017 umgesetzt werden bzw. in Gesetze gegossen werden? Was haben Sie sich da vorgestellt? Ich habe alle Punkte noch einmal dargestellt. Wir haben zum Beispiel bei der Forschung eine unglaubliche Zerklüftung der Forschungslandschaft. Da sind mehrere Ministerien zuständig. Wir haben sozusagen keine klassisch festgelegte Forschungsstrategie. Das kann man alles sofort machen. Ich habe gesagt, bei der Gesundheit sind ja bereits viele Vorarbeiten geleistet worden. Ob das nun Versorgungszentren sind, mehr Präventionsmaßnahmen sind, die muss man jetzt sofort umsetzen. Bei den Förderungen brauchen wir die Länder und Gemeinden dazu, um die Doppelgleisigkeiten zu beseitigen. Aber auch das kann man sofort in Angriff nehmen, wie wir auch beim Finanzausgleich gezeigt haben, dass das geht. Bei den Pensionen ist sicher ein längerfristiger Prozess, aber auch hier schlage ich vor, konkret die nächsten Schritte zu setzen, denn es ist ein Irrglaube zu sagen, wir brauchen für die Pensionen weniger Geld.
wir geben 1,2 Milliarden mehr aus. Geplant waren 1,5 Milliarden. Das heißt, wir geben weniger aus wie geplant, aber in absoluten Euro geben wir deutlich mehr aus. Und so ist jede einzelne Kategorie da. Unter anderem zum Beispiel auch, damit das nicht einseitig wird, die Frage, wie treffgenau sind die Familienleistungen? Wir geben in Österreich über 9 Milliarden für Familienleistungen aus. Kann man die treffgenauer machen? Beamtendienstrecht kann man sofort in Angriff nehmen für die neue Eintritte. Kann man sofort darüber nachdenken, wie man das verändert. Sodass Sie hier sehen, dass bei jedem einzelnen Reformschritt kann man sehr schnell agieren, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und das ist meine Zielsetzung, sodass ich gesagt habe, zuerst einmal muss eine Stimmung erzeugt werden. Das heißt, fangen wir einmal an mit dem Thema Beraten statt Strafen, weil jeder Deregulierungsprozess dauert eine Zeit lang, braucht gesetzliche Änderungen und dergleichen. Also das können wir morgen machen. Wenn man sagt, wir wollen die kalte Progression abschaffen, so liegt ein Modell am Tisch, das können wir morgen beschließen. Und so können wir diese Reformen und das Jahr der Reformen sozusagen bestücken und am Ende des Jahres feststellen, wie viel haben wir zustande gebracht. Und wenn wir die Hälfte des Arbeitsprogramms bis dahin zustande gebracht haben, dann haben wir mehr erreicht wie in den letzten 10 Jahren. Kalte Progression, muss man sagen, ist jetzt kein neues Thema, liegt ja doch seit einigen Jahren am Tisch. Auch Sie haben es in den letzten Monaten stark thematisiert. Ist denn davon auszugehen, dass mit dem Koalitionspartner da jetzt endlich eine Lösung gefunden wird? Wenn man das, was der SPÖ-Vorsitzende Kern in seiner Rede gesagt hat, ernst nimmt, dann müsste eine Lösung zustande kommen. Und ich habe auch der SPÖ ein Angebot gemacht, dass wir hier versuchen, auch abzufedern. Aber es kann nicht sein, dass wir ein progressives Steuersystem haben, wo jemand, der mehr verdient, auch mehr Steuern hat, dann von der Entlastung nicht profitiert. Die kalte Progression als Umverteilungsmaßnahme zu setzen, das wird es mit mir nicht geben. Wir wollen alle Tarifstufen entlasten und wir können uns eine kleine Reserve behalten, falls es vorkommen soll, dass man feststellt, dass in einer Tarifstufe die Belastung besonders groß ist. Aber alles andere wird mit mir sonst nicht gehen. Das wissen aber auch alle, aber wenn man es tun will, kann man es machen. Und es trifft einen großen Teil der Bevölkerung, die dann jetzt Geld de facto ja als Geschenk an den Staat geben, weil sie durch die schleichende Erhöhung der Steuern mehr zahlen müssen. Und das möchte ich gerne beseitigt haben und das wäre ein richtiger Weg. Das heißt, diese Steuerreform, können Sie da Datum nennen, ab wann die in Kraft treten wird? Mein Vorschlag ist, dass wir das im ersten Halbjahr heuer beschließen. Und wenn die Steuerreform, die wir jetzt gemacht haben, im Sinne der Tarifreform abgereift ist, dann können wir mit 1.1.2019 das so wieder in Kraft setzen. Okay. Herr Schellhorn, heute haben wir den Pakt für Österreich gehört. Letzte Woche gab es den Plan A des Bundeskanzlers und des SPÖ-Chefs Kern. Dazwischen hat der ÖVP-Club getagt. HC Strache, FPÖ-Chef, ist am Wochenende aufgetreten. Es gibt derzeit irrsinnig viele Reden. Alle reden von einem Neustart der Regierung. Ich glaub, wie sehen Sie das denn? Das wäre dann, glaube ich, der 10. Neustart dieser Regierung. Reden jetzt der angekündigte Neustart? Haben Sie das Gefühl, dass zum Beispiel der Pakt für Österreich, den der Herr Finanzminister heute angekündigt hat, dass das wirklich ein Neustart ist? Nein, mein Eindruck ist, dass die Bevölkerung genug der Neustarts gesehen hat, sondern es ist irgendwo so Wahlkampfstimmung derzeit. Man sieht den Wettstreit der Ideen, den Wettstreit der Konzepte. Man hat nicht den Eindruck, dass hier eine Regierung einen Arbeitspakt vereinbart hat und mit denen an die Öffentlichkeit geht. Das wäre die übliche Vorgangsweise, dass die Regierung sich zusammensetzt, wann immer das ist, und sagt, so, auf diese Punkte einigen wir uns. Wir haben noch 18 Monate Zeit ungefähr bis zur nächsten Wahl. Das ist nicht sehr lange. Da gibt es 2, 3 Punkte, auf die legen wir uns fest. Und wir sehen, dass das größte Problem derzeit in Österreich die steigende Arbeitslosigkeit ist. Wir legen ein gemeinsames Paket vor, um dem Problem Herr zu werden. Und der Finanzminister hat absolut recht. Es geht da sehr viel um Stimmung. Die Bevölkerung hätte gerne, dass die Regierung Probleme erkennt und dann auch bereit ist, diese zu lösen und sich nicht nur mit sich selbst beschäftigt und mit den gerade Stimmungslagen bei den Umfragen und schaut, wer hat taktisch hier die bessere Ausgangsposition. Es geht einfach um das Umsetzen der Lösungen, nicht nur um das Vorstellen der Lösungen. Das haben wir in den letzten Jahren genug gemacht. Es geht ums Umsetzen. Und wir haben klare Probleme am Tisch liegen. Also steigende Arbeitslosigkeit wurde schon genannt. Wir haben ein Bildungsproblem, dass immer mehr Pflichtschulabgänger aus dem staatlichen System in die Welt der Erwachsenen entlassen werden, ohne sinnerfassend lesen zu können. Das sind ungefähr 24% derzeit. Genauso viele können die Grundrechnungsarten nicht beherrschen. Das sind eklatante Probleme, die da vorliegen. Dann haben wir ein Budgetproblem, das seit vielen Jahren, das ist jetzt nicht das seit dem Finanzminister Schelling. Österreich schreibt seit 55 Jahren ununterbrochen Defizite im Bundeshaushalt. Das hat sehr viel mit dem System zu tun. Sie haben ja sehr viel angesprochen.
Widerstände, alle die wieder, was weiß ich, Länder, Sozialpartner und so weiter. Aber der Staat hat im Prinzip ein Einnahmenhoch, also eilt von Einnahmenrekord zu Einnahmenrekord und kommt aber mit dem Geld nicht aus. Die Deutschen, das wiedervereinigte Deutschland, schafft mit weniger als 40% Steuernabgabenquote Überschüsse. Österreich, nicht wiedervereinigt, mit 43,2%, wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger werden, Defizite. Das ist das Grundsatzproblem, das hier besteht und wo sich die beiden Redner Schelling und Kern massiv unterscheiden, ist, dass Kern sagt, wir müssen ein bisschen lockerer werden, was die Defizitregeln angeht und wo der Finanzminister Schelling sagt, wir dürfen nicht lockerer werden, sondern wir müssten eigentlich strenger werden. Das sind so die, da sind wahrscheinlich die größten Widersprüche bei den beiden. Mhm. Herr Schelling, es wirkt alles ein bisschen wenig abgesprochen in der Regierung derzeit. Ich darf da vielleicht schon auf eines hinweisen, dass wenn ich die Rede des SPÖ-Chefs richtig verstanden habe, hat er gesagt, keine neuen Schulden und eine Abgabenquote, die gesenkt werden soll. Also da könnte man sich ja durchaus treffen. Im Ziel wird man sich sehr schnell treffen. In den Maßnahmen wird sicher zu diskutieren sein. Und ich habe ja zu Beginn auch meiner Rede gesagt, man sollte unterschiedliche Konzepte nicht immer darstellen, dass es ein Streit innerhalb der Regierung ist, sondern es ist eine Fragestellung, wie kommen wir wahrscheinlich am nächsten an das Ergebnis heran, das wir brauchen. Und das wird viele Schnittmengen geben, wo man sich finden kann. Das sehe ich gar nicht so dramatisch. Aber eines muss klar sein. Wir haben eine enorm hohe Schuldenquote. Wir müssen von der herunterkommen. Wir brauchen irgendwann auch echte Budget-Null, nicht nur ein strukturelle Null im Defizit. Und das hat mein Pakt vorgeschlagen. Und ich bleibe dabei und sage das seit Beginn meiner Amtszeit. Österreich hat ein Ausgabenproblem, aber kein Einnahmenproblem. Und das Einnahmenproblem einfach durch neue Steuern zu überspielen, die Schulden sozusagen noch größer werden zu lassen, die Abgabenquote noch einmal zu erhöhen, ist für den Standort Österreich nicht mehr verträglich. Dann werden wir nicht mehr im internationalen Wettbewerb bestehen können. Und dann wird eine Lawine nach unten losgehen. Dann wird die Arbeitslosigkeit noch mal steigen. Es wird weniger Investitionen geben, weniger Betriebsgründungen geben. Und dann geht die Spirale in die falsche Richtung. Und mein Konzept baut darauf auf, die Spirale hinaufzubringen, Stimmung zu erzeugen, dass in diesem Land Österreich investiert wird, dass Arbeitsplätze geschaffen werden und dass dadurch wieder ein Aufschwung in Österreich kommt, der manchen Dingen helfen wird. Aber wir müssen auch diesen Gedanken, dass wir ausgabenseitig Veränderungen durchführen, endlich zum Durchbruch bringen. Mein Problem ist, jeden Tag kommt ein Regierungsmitglied zu mir und sagt, ich habe ein Problem, gib mir mehr Geld. Und wenn man sich anschaut, dass wir dann mehr Geld zur Verfügung gestellt haben und die Ergebnisse überprüfen, dann stelle ich fest, mit dem mehr Geld hat sich nichts geändert und das kann nicht so weitergehen. Mhm. Jetzt haben Sie auch gesagt, es braucht ein neues Sparpaket. Wie soll das aussehen? Das Sparpaket ist kein Sparpaket, sondern das ist ein Paket, wo ich sage, wir haben ein ausgabenseitiges Problem und wir kommen gemeinsam überein, dass wir über den Bundesfinanzrahmen, das sind 4 Jahre, 5% kumuliert einsparen. Aber gleichzeitig bin ich bereit zu sagen, dieses Geld, das wir einsparen, wird zu einem Drittel sofort wieder reinvestiert, um nicht in die Falle zu tappen, dass wir sparen, aber nicht investieren. Und mit diesem könnten wir dann etwa 1,3 Milliarden zusätzliche Investitionen lösen und könnten mit dem restlichen Betrag dann zu einem echten Nulldefizit kommen, weil für 2021 ist nach heutiger Planung ein Defizit von 2 Milliarden geplant und das würde sich dann auflösen. Und dann bekommen wir Luft für Zukunftsinvestitionen. Und ich habe heute gesagt und ich möchte das noch einmal wiederholen, wir müssen aufhören, die Vergangenheit zu verwalten. Wir müssen beginnen, die Zukunft zu gestalten. Und das ist unsere Herausforderung. Dazu brauche ich budgetäre Mittel. Die budgetären Mittel kann ich nicht durch neue Schulden bedecken, sondern durch Restrukturierungen im Budget. Und jeder, Sie können fragen, wen Sie wollen, die internationale Organisation, den Rechnungshof, Agenda Austria oder wen auch immer, sagt, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, ohne dass die Bürgerinnen und Bürger davon etwas mitbekommen, im Bundeshaushalt zu sparen. Und das müssen wir wahrnehmen. Und dazu müssen alle sich bereit erklären und diesen Pakt für Österreich unterschreiben und sagen, jawohl, das ist unser Ziel. Und da bin ich beim Herrn Schellhorn. Vereinbaren, was wir wollen, Maßnahmen festlegen und sofort umsetzen. Jetzt sind diese 5% 3,8 Milliarden Euro ungefähr bis 2020. Ich darf noch einmal nachhaken, wie sollen denn die konkret eingespart werden? Das ist ja nicht wenig Geld, 3,8 Milliarden Euro. Also bei einem, und vor allem, warum ist das bisher nicht passiert, ja, wenn es so einfach wäre? Das hat der Herr Schellhorn schon ausführlich dokumentiert, warum es nicht passiert ist. Wir haben also viele Interessensgruppen, wir haben Vergangenheitsinvestitionen, wir haben Maßnahmen im Budget, die zum Beispiel Vorabbelastungen in hohem Umfang ausgemacht haben. Das sind viele Gründe dafür, aber nur um eine Relativität herzustellen. Der gesamte Bundeshaushalt
hat ungefähr ein Volumen von 80 Milliarden Euro. Und der gesamte Bundesfinanzrahmen, der über 4 Jahre geht, hat ein Volumen demnach von ungefähr 320 Milliarden Euro. Und daher ist das ja mindestens zu erreichen. Und wenn Sie heute in einem Unternehmen Probleme haben und der Vorstand kommt zum Aufsichtsrat und sagt, naja, wir könnten uns vorstellen, dass wir so 1% einsparen, dann werden die wahrscheinlich nicht mehr lange im Amt sein. Und diese 5% sind daher zu erreichen, weil wir alle Felder, wo das passieren kann, kennen. Und glaube ich, dass die ersten Schritte haben wir begonnen. Wir haben heuer das erste Jahr, wo weniger Schulden als geplant gemacht werden. Aber diese Schritte müssen jetzt konsequent fortgesetzt werden. Und das geht natürlich. Wir haben Doppelgleisigkeiten. Wir haben in den Förderungen einen Dschungel, der unübersehbar ist. Also da ist genug zu machen. Und wir können auch die Verwaltung verbessern und auch dort Einsparungen vornehmen. Das ist auch übrigens mit dem SPÖ-Vorsitzenden gar nicht so differenziert, denn auch er sieht diese Einsparungspotenziale, nur tun müssen wir es. Herr Schellhorn, wie gesagt, Einsparungspotenziale gäbe es ja genug. Jetzt haben wir heute viele interessante Überschriften gehört. Glauben Sie daran, dass das jetzt bis 2020 umgesetzt wird, beziehungsweise ein Teil davon schon 2017, weil gehört haben wir das ja schon öfters? Ich glaube, dass in Österreich sehr viel möglich ist, wenn man eine ganz wichtige Maßnahme setzt und sich darauf in der Regierung einigt und sich da zusammenschließt, dass man sagt, wir haben ein Programm, das wir nicht von Sozialpartnern ausarbeiten lassen und das wir nicht den Ländern zur Abstimmung vorlegen. Sondern wir sagen, das ist unser Programm, da kann man die Sozialpartner fragen. Aber wenn Sie die Sozialpartner einladen zu einer sage jetzt mal Arbeitszeitflexibilisierung, Sie sollen Vorschläge machen, dann wird das nicht funktionieren, weil die Interessenvertreter nicht gegen die Interessen ihrer Mitglieder was vorlegen werden. Das kann man ihnen auch gar nicht übel nehmen. Aber man soll sie gar nicht zur Ausarbeitung bitten, sondern sagt, das ist unser Projekt, da können Sie aber einen Senf dazu abgeben. Vielleicht sind die einen oder anderen Einwände gut, die beherzigen wir. Aber dann schreiten wir zur Umsetzung und so machen wir es, weil wir gewählt worden sind, die Probleme zu lösen. Und da lassen wir die ganzen Bremser einfach draußen. Und das müsste der Pakt für Österreich innerhalb der Regierung sein. Und da sieht es derzeit auch, sage ich, kurz vor der Wahl nicht so aus, als würde man den Pakt zusammenbringen. Es gibt Übereinstimmungen, die haben Sie auch schon angesprochen. Also was sofort beschlossen werden kann, übrigens eine wahnsinnig wichtige Lösung zur Entbürokratisierung, das ist nämlich das, was die Wirtschaft am meisten belastet, dass man sagt, jedes Gesetz hat ein Ablaufdatum. Sunset Regulation wie die Briten, die waren da sehr erfolgreich. Das Zweite ist, dass man sagt, es kommt ein neues Gesetz, 2 müssen weichen. Das kann man sofort machen, kommt in beiden Konzepten vor. Die ganz großen Würfe wird man aus meiner Sicht derzeit so nicht hinbringen, weil die Sozialpartner auch in der Regierung zu stark verankert sind. Also es sitzen 3 Minister auf ÖGB-Ticket in der Regierung. Dass die das mitbeschließen, ist relativ unwahrscheinlich. Und ich sage nur zum Sparprogramm. Das größte Sparprogramm, da hat Österreich wieder mal ein Riesenglück, kommt derzeit aus Frankfurt. Die EZB mit der Niedrigzinspolitik beschert der Republik Österreich die niedrigsten Zinsen seit ewigen Zeiten. Man erspart sich jetzt, glaube ich, ab heuer dann ungefähr 1 Milliarde im Jahr, obwohl die Schulden massiv nach oben gehen. Und das Geld muss man nutzen. So macht es der Schäuble. Die halben Zinsersparnisse bringt er ins Budget ein aus Kostensenkungen. Da müssen Sie keine Stelle streichen, da müssen Sie keine Ausgaben kürzen. Sie geben nur Ihren Geldgebern weniger Geld. Das ist eigentlich eine Traumkonstellation. Und ich finde, dass dieser ausgeglichene Haushalt früher passieren müsste aus 2021. Aber da brauchen Sie ein Regierungsverständnis dafür. Da müssen eben alle Minister auch dahinter stehen und sagen, das ist ein Ziel. Und wenn man diese Vereinbarung schafft, dann ist in Österreich vieles möglich. Und dann muss man nur den Mut haben, zu den Sozialpartnern sagen, klar, ihr vertretet Interessen, wir sind die Regierung der Republik Österreich. Das sind 2 unterschiedliche Dinge. Wir sprechen gleich weiter über die Reformen, die dieses Land braucht, mit Finanzminister Hans-Jörg Schelling und Franz Schellhorn, Leiter der Agenda Austria. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder zurück. Willkommen zurück bei OE24 TV, heute mit einer Sondersendung Welche Reformen braucht Österreich? Finanzminister Hans-Jörg Schelling ist heute aufgetreten, hat seinen Pakt für Österreich präsentiert. Herr Schelling, ein Thema, das bei Ihnen heute eine große Rolle gespielt hat, in der Rede von Bundeskanzler Kern letzte Woche eigentlich überhaupt nicht vorgekommen ist, sind die Pensionen. Ja, Sie haben heute gesagt, es braucht eine Anhebung des Frauenpensionsantrittsalters, es braucht ein einheitliches Pensionsrecht für alle. Sehen Sie sich beim Thema Pensionen vom Koalitionspartner nicht verstanden, bewusst nicht gehört? Wo liegt das Problem? Warum
gibt es nicht die groß angekündigte Pensionsreform? Wir haben durchaus Pensionsreformen ja und Schritte gemacht, die dazu geführt haben, dass es eine bestimmte Dämpfung bei den Ausgaben gibt. Aber sie steigen noch immer deutlich an und das wird sich auch nicht verändern. Die unterschiedlichen Auffassungen bestehen darin, dass ich in Euro denke und die anderen denken in Prozent vom BIP. Stellen wir uns mal vor, wir haben 5 Jahre eine Periode, wo das BIP nicht so wächst, wie wir es erwarten, dann haben wir schon ein ernsthaftes Problem in der Finanzierung. Daher sage ich, weitere Schritte sind notwendig. Man sieht übrigens an einem Vergleich der Beamtenpensionen mit den ASVG-Pensionen, dass zwar auf einem hohen Niveau, aber die Zuschüsse für die Beamtenpensionen, nachdem hier eine Reform gestartet wurde, deutlich niedriger sind wie für die ASVG-Pensionen. Wir haben einen Mechanismus eingeführt, vor Jahren, einen Pfad eingeführt, eine Pensionskommission eingeführt und die reagiert nicht. Das heißt, wir weichen jedes Jahr von diesem Pfad ab. Wir haben mehrere Instrumente, wie man dem begegnen kann, aber es passiert einfach nicht. Und deshalb lasse ich hier auch nicht locker, denn wenn Sie sich anschauen, den Vergleich, wie ist die Belastung der Menschen durch die Sozialversicherung, sprich Pensionen, Kranken- und Unfallversicherung, und wie ist der Vergleich dazu zu der Steuerbelastung, dann sehen Sie, dass die Sozialversicherung das viel größere Problem ist. Und das eskaliert auch noch durch das Älterwerden der Menschen, durch die Lebenserwartung, durch den medizinischen Fortschritt. Und hier sind sowohl in Gesundheit wie Pflege und Pensionen entsprechende Reformschritte zu setzen. Und daher ist es völlig klar, dass ich als verantwortlicher Finanzminister, der fürs Budget verantwortlich ist, das aufzeigt und auch klarstellt, wo Reformmöglichkeiten da sind. Und natürlich weiß ich, dass es hier sozusagen ideologische Barrieren gibt, warum man das Thema nicht ansprechen will. Das hat ja lange Tradition in der SPÖ. Erinnern Sie sich vielleicht noch an die Pensionistenbriefe, die dann wahlentscheidend waren. Aber ich glaube, die Menschen vertragen die Wahrheit. Und wenn Sie die Reaktionen auf den sogenannten Pensionshunderter anschauen, so ist bei mir leider keine positive angekommen. Zum Teil schicken uns die Leute den Hunderter zurück. Mhm. Konkret Anhebung des Frauenpensionsalters. Bis wann soll es passieren und um wie viele Jahre? Das ist ja ein Beschluss, der fix ist. Das Frauenpensionsantrittsalter wird ab Zeitpunkt X 2024 über einen Zeitraum erhöht, und zwar jährlich um ein halbes Jahr. Und das soll nicht vorgezogen werden? Und meine Vorstellung, mein Vorschlag ist, wir sind jetzt dann das einzige Land Europas, das diese Anpassung nicht macht. Meine Vorstellung ist, dass wir ab 2018 mit kleineren Schritten beginnen, auf dieselbe Endlaufzeit hinausgehen. Nicht die Endlaufzeit herunterfahren, aber den Beginn und dafür kleinere Schritte. Das ist aus meiner Sicht. Wir können das durchrechnen. Wenn man sagt, man lässt die Endlaufzeit und beginnt 18, dann wird es halt schon 6 Monaten, ungefähr 4 Monate sein. Und wenn man sich das anschaut, ist das auch verträglicher für den Arbeitsmarkt, als die Sprünge mit dem halben Jahr zu machen. Und natürlich gibt es in meiner eigenen Partei auch Ressentiments gegen diese Maßnahme. Aber ich glaube, das müssen wir doch auch überwinden, dass man einen Vorschlag, eine Lösung auf den Tisch legen kann und dann darüber auch diskutiert, ohne immer reflexartig zu sagen, das geht alles nicht und warum wir es nicht tun. Daher glaube ich schon, dass das möglich ist, sind begleitende Maßnahmen zu setzen. Aber machbar ist es. Und noch einmal, das ist ja beschlossen. Und es geht ja nur darum, wann wir damit starten. Und daher, wenn man das vorzieht, dann kann man das verkürzen, diese Zeiten. Und das wäre ein gutes Signal in die Richtung, die wir brauchen. Mhm. Herr Schellhorn, ist das der große Wurf bei der Pensionsreform? Es wäre ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich verstehe auch die Widerstände aus allen Lagern nicht, was die Anhebung des Frauenpensionsantrittsalters betrifft. Sie nehmen den Frauen die 5 besten Einkommensjahre, indem sie mit 60 in Pension schicken. Und dann beklagt man sich über die Frauen Altersarmut in der Pension. Das ist grotesk. Also es gibt auch, wie Sie richtig gesagt haben, es gibt kein Land mehr in Europa, dass das so macht. Und alle sozialdemokratisch geführten Länder haben diese Reform schon lange durchgezogen, weil sie eben gesehen haben, dass das eigentlich eine der diskriminierendsten Varianten ist, die man haben kann. Bei uns geht dann immer noch so ein bisschen die Argumentation, ja gut, dann fehlen die Jobs und so weiter. Aber sie können im Pensionsbereich nicht so weiter tun. Das ist der größte Ausgabentreiber. Aus dem Budget werden, korrigieren Sie mich, ungefähr 10,2 Milliarden jetzt zugeschossen, jedes Jahr, um das Pensionssystem solvent zu halten. Das heißt, um die Differenz zwischen Einzahlungen der aktiven und Auszahlungen an die Pensionisten auszugleichen. Dann nehmen Sie noch die Beamtenpensionen dazu, dann sind Sie über 20 Milliarden. Das ist ein Großteil der Lohnsteuer oder eine Hypoalpe Adria jedes Jahr. Und da muss man einfach dagegen was tun, weil der Grund allen bekannt ist. Wir leben immer länger, erfreulicherweise, gehen aber noch mit knapp Anfang 60 in Pension, wie vor 30, 40 Jahren. Das ist einfach nicht haltbar. Und wenn man sagt, hier will man eine Maßnahme setzen, um das öffentliche Umlagesystem zu erhalten, wir reden hier nicht von Privatisierungen des Pensionssystems, sondern vom Erhalt des öffentlichen Umlagesystems, dann müssen wir die steigende Lebenszeit teilweise mit Arbeit
tauschen. Also das heißt, wir müssen einfach um 2-3 Monate später in Frühpension gehen jedes Jahr. Und das ist, glaube ich, den Österreichern zumutbar. Die Österreicher wissen das auch. Sie brauchen auch nur eine politische Kraft in der Regierung, die sagt, so, das wird so gemacht und so beschlossen. Und das Frauenpensionsantrittsalter müsste ja eigentlich in 5 Jahren anzuheben sein auf 65. Das muss einfach schneller gehen. Es gibt ja, damit immer das sehr einseitig dann betrachtet wird, weil man schimpft ja auch oft auf die Verwaltung und auf das Beamtenrecht. Bei den Beamten gibt es das nicht mehr. Da ist das Frauenpensionsantrittsalter mit 65 genauso wie bei den Männern. Das ist dort schon so geregelt. Und ich glaube schon, dass es nicht die einzige Maßnahme ist. Ich habe ja auch vorgeschlagen, diesen Gerechtigkeitsmechanismus, der nach diesem Weißbuch, der hier erarbeitet wurde, das nicht nur ausschließlich an der Lebenserwartung hängt, aber auch an der Lebenserwartung hängt, eingesetzt wird. Und gegen all diese Schritte gibt es halt Widerstände in allen oder in mehreren Gruppierungen. Das ist einmal so. Aber die Aufgabe des Finanzministers ist ja, die Dinge auch aufzuzeigen, nicht locker zu lassen und immer wieder einen Anlauf zu nehmen, dass das gelöst wird. Denn ich muss ja darauf aufmerksam machen, dass in einigen Jahren sonst das Budget aus dem Ruder läuft. Und das ist meine Verantwortung den Steuerzahlerinnen gegenüber, denen zu sagen, ich möchte keine Steuererhöhungen haben, aber wenn wir so weitermachen, wird es am Schluss welche geben. Ich möchte nur einen Punkt dazu sagen, was schon wichtig wäre, begleitend dazu, muss man was machen mit den Lebenseinkommen. Also die Kurve, dass die wie in Österreich gerade kurz vor der Pensionierung den Höhepunkt erreicht, gibt es auch nur bei uns. In Schweden ist es mit Mitte 50, dann gehen die Kosten leicht nach unten. Sie müssen einfach schauen, dass die Arbeitskosten dort den Höhepunkt haben, wo die Produktivität auch am höchsten ist. Und das ist nicht kurz vor der Pensionierung. Das heißt, begleitend dazu braucht es, und da werden die Sozialpartner aufgerufen, die Lebenseinkommenskurve zu verschieben. Das heißt, nicht Einkommen zu kürzen, sondern den Höhepunkt nach vorn zu verlagern und Ältere billiger zu machen, um sie im Arbeitsprozess zu halten. Sonst werden sie nämlich einfach in die Arbeitslosenstatistik gehen und von der Frühpensionsstatistik quasi in die Arbeitslosenstatistik, und damit ist niemandem geholfen. Und das wäre begleitend dazu wahnsinnig wichtig, weil derzeit gibt es ja so eine Art stille Übereinkunft zwischen Arbeitgebern, Gewerkschaften und Regierung, dass man sagt, die teuren, älteren Arbeitslosen schauen wir, dass wir über die Frühpension loswerden, und das zahlen dann die Jüngeren. Herr Schelling, Thema Pensionen ist logischerweise eines, wo Sie den Koalitionspartner dafür brauchen. Jetzt war der Koalitionspartner ja, muss man sagen, in den letzten Monaten, gerade bei den Pensionen, nicht immer auf Ihrer Linie. Sehen Sie da überhaupt eine Chance, eine gemeinsame Pensionsreform noch in dieser Legislaturperiode umzusetzen? Weil man muss ja schon realistisch sein, und aus dem Sozialministerium gehen die Töne ja eher ein bisschen in eine andere Richtung. Das sind wir in der Zwischenzeit gewöhnt, dass also dort lauter Belastungsvorschläge, aber keine Entlastungsvorschläge kommen. Aber ich werde es nicht locker lassen. Das heißt, wir werden diese Konzepte noch einmal durcharbeiten. Wir werden gerne auch internationale und nationale Experten dazu ziehen, die uns noch einmal klar machen, wo das hingeht. Ich bin auch völlig beim Herrn Schellhorn, es muss begleitende Maßnahmen geben. Ich habe ja heute auch vorgeschlagen, dass wir den Automatismus der Vorrückung nach Alter überprüfen müssen. Das geht genau in die Richtung, wann wird der Höhepunkt der Einkommenskurve erreicht. Ich glaube, dass das auch attraktiver ist, dann diese Dinge zu tun. Und daher kann man jetzt nicht einfach sagen, es gibt eine Einzelmaßnahme, die löst alle unsere Probleme, sondern in dem Zusammenhang haben wir eine veränderte Arbeitswelt, veränderte Loyalitätsbeziehungen zu den Unternehmen. Wir haben eine ganz andere Lebenseinkommenskurve. Wir haben Menschen, die möchten sich gerne mitten im Arbeitsprozess eine Auszeit nehmen. Wir haben alle diese Dinge, die neu da sind, und wir dürfen daher nicht das, was durchaus die Sozialpartner in der Vergangenheit erfolgreich gemeistert haben und auch für dieses Land viel geleistet haben, einfach fortschreiben und sagen, das ist es. Und darum habe ich auch hier gesagt, und da bin ich auch dabei, die vielleicht nicht so radikal wie der Herr Schellhorn. Aber der Herr Schellhorn hat gesagt, die Sozialpartner müssen raus aus der Regierung. Das hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, wir sollen die Sozialpartner nicht dazu befragen. Wir sollen sie entscheiden. Genau, sie haben befragen. Aber was ich heute auch gesagt habe, ist, die Sozialpartnerschaft muss sich zu einer Standortpartnerschaft entwickeln. Es geht um den Standort. Und nur wenn dieser Standort wettbewerbsfähig ist, dann werden wir das, was wir gemeinsam wollen, auch erreichen. Arbeitsplätze und Investitionen. Und diese Standortpartnerschaft hat natürlich einen anderen Zugang als reine Klientelpolitik. Und ich erlebe halt draußen in den Unternehmen, dass das kein Gegeneinander ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Chefinnen und Chefs in den Unternehmen, die arbeiten ja zusammen. Das ist ja kein Gegeneinander. Und wir haben manchmal so Ansätze, die noch in Richtung des alten Klassenkampfes gehen. Das ist wirklich überholt. Und da können wir diese Standortpartnerschaft entwickeln, wenn die Sozialpartner bereit sind, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Aber sozusagen das klassische Überlegen, wie verteilen wir irgendetwas, das ist weder für die Sozialpartner noch für die Regierung ein Zukunftskonzept. Mhm. Jetzt haben Sie auch gesagt, einheitliches Pensionsrecht für alle, das ist eine tolle Überschrift. Was ist das konkret?
Wir haben jetzt mehrere sozusagen Pensionsrechte, von Sonderpensionen rede ich jetzt aber nicht, sondern wir reden davon, dass das Beamtenpensionsrecht ein völlig anderes ist, weil es auf einem Beamtendienstrecht beruht. Und mein Vorschlag war ja die Modernisierung des Beamtendienstrechts, das übrigens, glaube ich, im dritten Regierungsprogramm drinnen steht oder vielleicht schon im fünften, ich habe nicht nachgezählt, dass das in Angriff genommen wird und zwar für Neueintritte. Warum ist der Zeitpunkt jetzt so wichtig? 50% der Mitarbeiterinnen im öffentlichen Dienst werden in den nächsten Jahren in die Pension gehen. Wir müssen ein attraktiver Dienstgeber bleiben, sonst bekommen wir nicht die richtigen Leute, denn die Verwaltung braucht hohe Qualität. Und daher ist der Zeitpunkt jetzt richtig zu sagen, wir machen eine Modernisierung des Beamtendienstrechts. Ich habe heute vorgeschlagen, dass wir uns im ASVG orientieren, also an dem, wie jeder andere Mitarbeiter in Österreich beschäftigt ist und dass wir natürlich dort, wo es besondere Schutzbedürftigkeit gibt, die auch herstellen, das bezweifle ich auch gar nicht. Und darauf aufsetzen kann man dann, wenn das angenähert ist, auch dasselbe Pensionsrecht machen. Und es gilt aber nicht rückwirkend, es wäre unfair den Menschen gegenüber, die eine bestimmte Erwartungshaltung bei ihrem Dienstantritt hatten. Aber für die Zukunft kann man das machen und der Zeitpunkt, dass so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung wechseln und neue Eintritte kommen werden, ist genau der richtige, das zu tun. Da gibt es ein sehr interessantes Rechenbeispiel vom Professor Marin, dass eine Kärntner Landesbeamtin im Laufe ihrer Pension 500.000 mehr bekommt als eine Landesbeamtin, also eine Bundesbeamtin mit gleicher Qualifikation, also beides Akademikerinnen, und die wiederum kriegt um 500.000 mehr als eine ASVG-Versicherte mit gleicher Qualifikation. Und ich hatte ja gedacht, dass das schon längst gelöst ist. Also dass man den Beamtenstatus haben wir ja schon, glaube ich, 10-mal abgeschafft in den letzten 16 Jahren, aber es kommt immer wieder auf den Tisch, also offenbar hat sich die Gewerkschaft hier immer wieder neue Schlupflöcher gesucht mit Definitivstellungen und so weiter. Aber ein Pensionssystem für alle gibt es auch in anderen Ländern längst überfällig. Wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich wieder da und dann hören wir uns an, was der Finanzminister zur Rede vom Bundeskanzler Kern zu sagen hat und ob es da doch die eine oder andere Übereinstimmung gibt. Bis gleich. Herr Finanzminister, unter anderem ein Punkt, den Bundeskanzler Kern letzte Woche in Wels in seiner Rede doch thematisiert hat, waren Steuern. Erbschaftssteuer ist wörtlich gefallen, Vermögensteuer wollen einen der Basis zumindest rausgehört haben. Sie haben heute gesagt, keine neuen Steuern mit Ihnen. Was heißt das jetzt? Solange Sie Finanzminister sind, können wir uns darauf verlassen, wird es keine neuen Steuern geben in Österreich? Geben Sie da die Hand drauf? Da gebe ich die Hand drauf und das ist auch keine neue Position von mir. Diese Position vertrete ich schon, seit ich im Amt bin. Ich habe das auch durchgekämpft in der Frage der Vermögenserbschafts- und Schenkungssteuern im Rahmen der Steuerreform. Und es gab damals auch die Vereinbarung mit dem damaligen Bundeskanzler Faymann, dass im Rahmen dieser Legislaturperiode auch dieses Thema nicht mehr am Tisch kommt. Wenn es jetzt am Tisch ist, kommt dieselbe Antwort von mir, wie ich sie bisher immer gemacht habe. Ich halte es auch nicht für zweckmäßig, darüber zu diskutieren, aus mehreren Gründen. Erstens, wir verunsichern die Menschen, wir verunsichern die Unternehmen. Und wenn die sagen, wenn jetzt dann eine Wertschöpfungsabgabe kommt, eine Erbschaftssteuer kommt, Erbschaftssteueräquivalente kommen, werden wir nicht mehr investieren. Wie soll das gehen, wenn wir gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen wollen? Daher will ich zuerst einmal diese Verunsicherung nicht. Zum Zweiten, ich habe den SPÖ-Vorsitzenden so verstanden, dass er gesagt hat, es soll zu einer Senkung der Lohn- und Abgabenquoten kommen und es soll zu einer Steuersenkung kommen und es soll alles möglich gemacht werden, dann kann ich nicht im gleichen Atemzug sagen, aber dann führen wir neue Steuern ein. Und da bin ich der Auffassung, man soll einen Finanzminister nicht in Versuchung führen. Denn wenn das einmal steht, dann stellt man fest, dass die Einnahmen zu gering sind und dann haben Sie genau zwei Möglichkeiten. Entweder viele müssen zahlen, das heißt die Bemessungsgrundlage muss verbreitert werden oder der Steuersatz muss erhöht werden. Und das will ich nicht. Ich glaube, wir haben genug Möglichkeiten, ohne diese neuen Steuern auszukommen. Es gibt viele Ansätze in der Rede von Bundeskanzler Kern, die man mittragen kann. Das ist gar kein Thema, das sollte man auch offen diskutieren. Und man sollte auch die Themen herausnehmen, die Schnittmenge sind zwischen den beiden Koalitionspartnern, aber die dann auch sofort umsetzen und nicht noch einmal diskutieren. Und dann wird es Brocken geben, die sind Forderungen von uns, das sind Forderungen der SPÖ, die wird halt nicht auf Gleichklang kommen. Und deshalb habe ich ja heute auch gesagt, ich halte keine Rede, ich stelle ein Arbeitsprogramm vor. Und das ist mir eigentlich wichtig. Kommen wir zu dem, was Herr Schellhorn gesagt hat, nämlich, dass diese Regierung aus diesen Reden, aus dem Arbeitsprogramm heraus jetzt das herausfiltert, was sofort machbar ist. Und ist sie bereit, das auch zu tun? Und ich glaube, das geht. Und deshalb habe ich gesagt, nicht über Steuern zu diskutieren, nicht die Menschen verunsichern, sondern jetzt Maßnahmen setzen, die positive Elemente haben, die Signale an die Wirtschaft setzen, die Investitionen fördern und die den Arbeitsmarkt befeuern.
Und das ist nicht geeignet dazu, dass wir über Erbschaftsschenkung und Vermögensteuern reden. Und der zweite Punkt, wir haben eine der höchsten Quoten der Vermögenszuwachssteuern. In der letzten Steuerreform sogar noch einmal erhöht. Das ist nicht tragbar, dass wir dann noch in die Substanz eingreifen. Damit ruiniert man den Standard und dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Mhm. Wo sehen Sie denn Schnittmengen mit dem Koalitionspartner nach der Rede des Bundeskanzlers? Es gibt viele Bereiche der Deregulierung, wobei ich die Auffassung vertrete, nicht warten, bis wir deregulieren, sondern einmal das tun, was die Wirtschaft besonders belastet. Wenn ich mit den Unternehmern und Unternehmen rede, dann sagen die, ja gut, die Regulierungen sind überbordend und die gehören zurückgefahren. Aber das viel größere Problem, das die haben, ist diese exorbitanten Strafen bei Kleinstvergehen. Da wird jemand mit 5.000 Euro gestraft, weil er einen Mitarbeiter zu spät angemeldet hat. Und hier bin ich der Auffassung, das können wir signalhaft sofort ändern, indem wir sagen, beim Erstvergehen beraten statt strafen. Und damit ein Signal in die Wirtschaft setzen, eure Leistung wird wertgeschätzt und wir versuchen hier Lösungen zu finden. Natürlich, es ist so ungefähr wie beim Punkteführerschein. Auch beim ersten Vergehen wird ihnen nicht der Führerschein weggenommen. Die sammeln sich auch an. Aber natürlich bin ich dafür, dass es Regeln geben muss. Und natürlich bin ich auch dafür, dass bei mehrfachem Vergehen auch diese Strafen ausgesprochen werden, aber nicht beim ersten Mal. Da geben sich viele Schnittmengen. Es gibt sich die Schnittmenge im Bereich Forschung, Innovation. Das ist ein Weg, den wir brauchen, denn Österreich ist nicht imstande, jemals wieder einen Preiswettbewerb zu gewinnen, sondern wir werden nur den Qualitätswettbewerb gewinnen, den Innovationswettbewerb gewinnen. Das müssen wir fördern. Start-up-Szenerie gibt es viele Überschneidungen. Finanzierungsüberlegungen für Mittelstandsfinanzierung gibt es viele Überschneidungen. Und ich sage nur, wenn wir nur das hernehmen, wo wir uns relativ nahe sind, übrigens auch bei der Arbeitszeitflexibilisierung, sind die beiden gar nicht so weit auseinander. Dann sollten wir dieses Paket einmal verabschieden und sagen, liebe Bürgerinnen und Bürger, diese Regierung zeigt, wir haben erkannt, wir liefern jetzt und der nächste Schritt ist der. Wir können nicht alles auf einmal lösen, aber wir können Schritt für Schritt machen. Und daher sollte man sich nicht die Dinge aufhalsen, die man wahrscheinlich nicht lösen kann, weil dann sind wir in derselben Situation wie in den letzten Jahren. Tun wir doch das, was lösbar ist. Ich glaube überhaupt, dass es wichtig wäre, dass man sich von dem Dogma, würde ich es jetzt mal nennen, verabschiedet, wer reformiert, verliert. Ich glaube, dass eine Pensionsreform vor der nächsten Wahl nicht realistisch ist. Das sehe ich schon. Das ist etwas, was man im ersten Jahr einer Legislaturperiode macht, aber nicht kurz vor der Wahl. Aber der Rest, da glaube ich eher, dass das umgekehrte Phänomen ist, wer nicht reformiert, verliert. Es ist jetzt auch so, dass die Regierungsparteien ja nicht mehr über die Mehrheit verfügen, obwohl keine Reformen passiert sind die letzten Jahre. Und andere Länder haben gezeigt, Schweden habe ich schon genannt, der Herr Persson wurde mit dem härtesten Reformprogramm zweimal wiedergewählt. Schröder hat fast die Wahl gewonnen gegen die Merkel, war am Tiefpunkt vor Hartz IV, hat dann wieder zugelegt und hätte fast die Wahl noch gewonnen. Also ich glaube, dass man sich auf die Punkte Bildung wird vielleicht noch dazukommen, wo man sagt, da sieht jeder den Fortschritt und da sieht auch jeder, dass das natürlich auch eine Anstrengung kostet, der Bürger. Man muss ihnen auch erklären, warum sie die unternehmen sollen. Und dann ist sicher einiges möglich. Aber die ganz Großen, also Sie haben ja auch gesagt, dass ihr Programm geht genauso wie das vom Herrn Bundeskanzler über die nächste Legislaturperiode raus. Aber es gibt ein paar Punkte, die man jetzt sofort machen kann, wo man sagt, wir sind handlungsfähig. Und welche wären das konkret? Ja, ich sage noch einmal, die Entbürokratisierung, da finde ich, ist man am weitesten. Das hat mich auch überrascht, dass man da so deckungsgleich vorgeht, dass man das Problem sieht, man, das erkennt man. Das haben andere Länder gemacht, ich habe Großbritannien erwähnt, mit diesem Auslaufen von Gesetzen. Das kann man sofort beschließen. Und ich glaube, auch wenn man von den größeren Brocken sich einen rausnimmt, dann wird man am ehesten zur Bildung greifen. Auch da ist man relativ nahe beieinander. Also man sagt, die frühkindliche Bildung ist wahnsinnig wichtig, weil wenn Sie heute in Wien im falschen Bezirk zur Welt kommen, dann ist Ihre Karriere mit 6 zu Ende. Sie kommen da nie mehr raus, Sie haben keine Chance auf einen ordentlichen Deutschunterricht oder Deutschkenntnisse in erforderlichem Maße zu erwerben und das muss sich ändern. Auch da ist man, glaube ich, relativ nahe beieinander und das ist so eine wirklich wichtige zukunftsentscheidende Reform, bevor man wieder jetzt Geld für Dinge ausgibt, die man nicht hat und die man nicht braucht. Mhm. Herr Finanzminister, gibt es oder wird es jetzt ein Arbeitsprogramm, ein neues Arbeitsprogramm der Regierung geben, wo Ihre Punkte einfließen, wo die Punkte des Kanzlers einfließen, wo die Punkte des Vizekanzlers einfließen und wenn ja, wann dürfen wir mit so einem Arbeitsprogramm rechnen? Es sind alle, die sich dazu geäußert haben, auch der Herr Bundeskanzler der Meinung, schnell etwas zu tun. Jetzt muss man nicht alle Dinge gerade morgen im Ministerrat bringen, vor allem solche, die massiv umstritten sind.
Aber es wird heute am Abend noch eine Besprechung geben, wo die Regierungsspitze sich über diese Schnittmengen einmal berät. Und es wird dann ab morgen konkrete Arbeitsschritte geben unter Einbeziehung auch des Finanzministers, wie wir in diese Umsetzungsreihenfolge kommen. Jeder legt jetzt seine Prioritäten auch auf den Tisch. Dann wird auch noch geben Maßnahmen, die eigentlich schon beschlossen, aber nicht umgesetzt sind, dass man die beschleunigt in der Umsetzung, und da kann relativ schnell so ein Pakt für Österreich passieren. Herr Schellhorn hat Schweden erwähnt. Ich hatte die schwedische Finanzministerin zu Gast, Magdalena Andersson, und die hat uns erklärt, wie über die Regierungen hinweg, seit dem Jahr 93, glaube ich, haben die das, dieser Pakt für Schweden funktioniert. Und denen ist es gelungen, dass sie die Verschuldung des Staates von einem sehr, sehr hohen Wert, der auch auf dem Niveau Österreichs war, jetzt auf unter 50% heruntergebracht haben. Und alle Regierungen, egal von welcher Partei sie kamen, haben sich an diesen Pakt gehalten. Und das ist mir wichtig, weil du brauchst die Dinge auch in der Konsequenz. Wir neigen ja dazu, wenn die Regierung wechselt, schauen wir, dass wir alles abschaffen, was die Vorgängerregierung gemacht hat. Das ist der falsche Weg. Und ich habe eine klare Botschaft heute auch gesandt. Die einzige Frage, die wir uns in der Politik zu stellen haben, ist, was nützt es dem Land und was nützt es den Menschen? Und wir müssen aufhören, uns bei jeder Kleinigkeit die Frage zu stellen, was nützt es mir, ist es populär, was nützt es der Partei oder was nützt meinem Klientel? Ich glaube, wir brauchen eine Ausgewogenheit. Deshalb habe ich auch viele Themen von Familien über Landwirtschaft und bis hin auch zu den Beamten angesprochen, damit mir nicht der Vorwurf entgegenkommt, ich hätte nur jene Ressorts angesprochen, die von sozialdemokratischen Ministern geführt werden. Nein, ich nehme alle mit. Und wir haben, um das ganz offen zu sagen, überall entsprechenden Nachholbedarf, das zu tun. Das ist die Aufgabenstellung, und ich hoffe, dass wir im Laufe dieser Woche bereits zu Ergebnissen kommen, die wir dann nächste Woche finalisieren können und damit in die Umsetzung gehen. Und ein letzter Punkt, ich möchte gerne ein externes Projektmanagement haben, wo überprüft wird, wie wir vorankommen. Denn das ist ja auch etwas, was sehr spannend ist. Ich erinnere an die von Ihnen angesprochene Pensionsreform. Die wurde am 29. Februar, den Tag gab es wirklich, im letzten Jahr beschlossen. Und bis Oktober, November wurde keine Gesetzesmaßnahme vorgelegt. Das darf es nicht mehr geben. Entweder gibt es Beschlüsse, dann sind die umzusetzen, und zwar rasch umzusetzen und auch rasch in die parlamentarische Behandlung zu bringen und nicht am letzten Abdruck noch einmal von vorne zu verhandeln, zu beginnen. Das ist eine wichtige Maßnahme, die wir parallel dazu brauchen, sonst wird das nicht gelingen. Schweden ist insofern auch interessant, dass Schweden hat die gleiche Steuernabgabenquote, gleich hoch wie Österreich, nur halb so hohe Staatsschulden. Weil die Schweden, und da können Sie einen schwedischen Sozialdemokraten fragen, für den ist es völlig klar, dass in einem wirtschaftlich guten Jahr Überschüsse anfallen müssen. Das waren in Österreich immer die gefährlichsten Jahre, da ist verteilt worden ohne Ende. Und wir haben selbst in wirtschaftlich guten Jahren keinen Überschuss zustande gebracht. Und die Schweden sagen auch, warum das wichtig ist. Weil sie wollen nicht, dass die Entscheidungen auf Finanzmärkten getroffen werden, sondern dass die Entscheidungen in den Parlamenten getroffen werden. Der politische Spielraum ist das Argument, die Verschuldung so stark wie möglich einzubremsen. Und wir machen genau das Gegenteil. Und das seit Jahren. Und sagen, es ist überhaupt kein Problem, Geld kostet nichts mehr. Wir sind heute schon ein paar Schulden mehr, wir haben dann wenig Arbeitslose. Heute haben wir beides, hohe Schulden, hohe Arbeitslosigkeit. Ein Schwede schüttelt den Kopf, wenn er das in Österreich sieht. Egal von welcher Partei, wie Sie gesagt haben, ob das Sozialdemokraten sind oder Liberale oder christlich-sozial. Konservative, muss man sagen. Herr Schelling, Sie haben auch einen Punkt heute in Ihrer Rede angesprochen, und zwar sind das Zumutbarkeitsbestimmungen für Arbeitslose. Wie soll denn das konkret aussehen? Wie stellen Sie sich das vor und was für Zumutbarkeitsbestimmungen sollen das sein? Ich glaube, es ist allen klar, dass eines unserer größten Probleme im Moment die Arbeitslosigkeit ist, und die wird weiterhin wachsen. Wir haben zwar jetzt 2 Monate einmal gehabt, wo es etwas verflacht ist, aber alle Experten prognostizieren, dass das nicht zurückgehen wird. Also müssen wir auch ausgleichen zwischen offenen Stellen und dem Angebot am Arbeitsmarkt. Und wir haben heute in den westlichen Bundesländern die Problematik, dass die boomen, was den Tourismus anbelangt, aber sie ihre Geschäfte nicht betreiben können, weil sie nicht ausreichend Mitarbeiter bekommen. Und da muss man wirklich darüber nachdenken, ob das System, so wie es jetzt gehandhabt wird, ausreichend ist. Und ich habe dort mehrere Vorschläge auch gemacht. Das liegt schon auch einige Zeit zurück. Natürlich ist nicht jedem Arbeitslosen und die Arbeitssuchenden alles zumutbar. Das geht nicht. Aber dass wir so enge Beschränkungen haben, dass man das alles nicht mehr tun darf, das scheint mir auch nicht gerechtfertigt zu sein, weil wir ja auch etwas bedenken müssen. Jeder, der aus dem System herauskommt, ist wieder ein Einzahler.
Und der zählt doppelt sozusagen, weil einerseits ist die Belastung für die Arbeitslosengelder weg und andererseits wird wieder einbezahlt in die sozialen Systeme. Und deshalb ist es so wichtig, das zu tun. Es ist kein prioritäres Thema, das man angehen muss, aber man muss im Rahmen des Arbeitsmarkts diese Dinge auch offen diskutieren. Und noch einmal, wenn ich in den nächsten Jahren Steigerungsraten habe, die deutlich über dem Wirtschaftswachstum sind für die aktive Arbeitsmarktpolitik, dann möchte ich auch Ergebnisse sehen. Und dann kann es nicht so sein, dass wir die Arbeitslosigkeit verwalten, sondern müssen wir Ergebnisse bekommen. Ich habe euch heute Vorschläge gemacht, Kombilohn zum Beispiel, Kombilohn kombinieren mit der Mindestsicherung und nicht nur Kombilohn auf der unternehmerischen Ebene zu sehen, denn die Mindestsicherung zahlen wir ja jedenfalls. Und die Mindestsicherung hatte das Ziel, Menschen in Beschäftigung zu bringen. Und das Ziel können wir mit solchen Kombilohnmodellen verfolgen. Daher ist es keine einzelne Maßnahme. Und es ist auch offensichtlich vom ersten gleich einmal missverstanden worden, wo ich gesagt habe, ich möchte haben, ein Verbot bei den Kollektivverträgen zulasten Dritter abzuschließen. Worum geht es da konkret? Mir wird immer vorgeworfen, wir hätten so viele Ausnahmen im Sozialversicherungsrecht und im Steuerrecht. Und fast alle davon sind durch Kollektivverträge bedingt. Da gibt es Zuschläge, die sind sozialversicherungsfrei, aber nicht steuerfrei. Andere sind steuerfrei und sozialversicherungspflichtig. Aber das haben alle die beschlossen. Und daher müssen wir hier mehr Disziplin halten lassen. Niemand will in die Kollektivverträge eingreifen. Aber das ist etwas, wo man gesagt hat, naja, das zahlt entweder die Sozialversicherung oder der Finanzminister. Das sollte in Zukunft nicht sein. Und wir müssen daher das als Paket sehen und nicht als Einzelmaßnahme sehen. Natürlich gehört auch dort darüber diskutiert, ganz offen und hoffentlich einmal auch etwas ideologiefreier, wie können wir den Arbeitsmarkt vernünftig beleben. Und ich sage, der gesamte Arbeitsmarkt, Arbeitslosengeld und aktive Arbeitsmarktpolitik, wird uns kosten 9,5 Milliarden Euro. Das ist mehr wie das ganze Bildungsbudget in Österreich. Und dass ich hier verlange, dass wir uns Gedanken darüber machen, ob das Geld sinnvoll eingesetzt ist, ob es Arbeit generiert, ob es Arbeitsplätze bringt, das, glaube ich, ist das Minimum, was ein Finanzminister verlangen muss. Jetzt hat der Bundeskanzler auch einen Mindestlohn von 1.500 Euro gefordert in seiner Rede. Umsetzbar? Noch einmal, ich habe vorher gerade gesagt, kein Eingriff in die Kollektivvertragshoheit. Das ist eine Frage der Kollektivvertragspartner. Ich bin gegen einen gesetzlichen Mindestlohn. Auch der Bundeskanzler hat ja offensichtlich gesagt, die Kollektivvertragspartner sollen sich darauf verständigen und erst wenn sie sich nicht darauf verständigen. Ja. Wenn man sich Deutschland anschaut, wo ein solcher gesetzlicher Mindestlohn eingeführt wird, herrschen völlig andere Voraussetzungen. Wir haben eine Abdeckung von Kollektivverträgen bei über 95%. Deutschland hat eine von 50%. Also Äpfel mit Birnen zu vergleichen gilt hier natürlich nicht. Das haben wir leider immer so, das gilt bei der Steuer auch so. Da haben wir immer das Beispiel Schweiz und dann stellen wir fest, das ist doch nur ein System, das man als Ganzes oder gar nicht nehmen kann. Also Äpfel mit Birnen sollte man nicht vergleichen. Daher, die Kollektivvertragspartner sollen sich das anschauen. Die sollen zu Einigungen kommen und damit könnten die zum ersten Mal auch beweisen, ob sie fähig sind zu einer Standortpartnerschaft. Und das, glaube ich, ist der Punkt, den wir hier verfolgen sollten. Und ich glaube, dass die Sozialpartner diese Dinge auch erkennen. Nur eines muss uns schon klar sein. Wir brauchen eine Wettbewerbsfähigkeit in der Wirtschaft, die international wettbewerbsfähig ist. Und wir haben 60% des BIPs, des Bruttoinlandsprodukts, machen wir mit Export und Tourismus. Und wir können nicht auf internationalen Märkten sagen, wir haben jetzt irgendetwas eingeführt, was zwar vielleicht ganz gut ist, aber unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit wegnimmt. Denn dann wird der Export zusammenbrechen. Wenn der zusammenbricht, dann gute Nacht Österreich. Wir machen noch einmal eine kurze Pause, sind gleich wieder zurück, sprechen dann über die Investitionen, die jetzt nötig sind und was es für Reformen auch investitionsseitig braucht und auch über die Rede von FPÖ-Chef HC Strache am Wochenende, der ja gemeint hat, die ÖVP ist eigentlich nur der Schmiedel und versucht, es dem Schmied FPÖ nachzumachen. Wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei OE24TV. Thema heute Abend, welche Reformen braucht Österreich? Finanzminister Hans-Jörg Schelling hat dazu einiges heute vorgestellt in seinem Arbeitsprogramm Pakt für Österreich, das er am Vormittag in Wien präsentiert hat. Herr Schellhorn, wir haben jetzt viel über Sparprogramme, Einsparungspotenziale gesprochen. Ein zweiter Aspekt, den Sie auch in Ihrer Rede thematisiert haben, sind die Investitionen. Was für Investitionen brauchen wir denn in Österreich und welche Reformen müssen investitionsseitig passieren, damit Österreich vorankommt? Also vor allem brauchen wir mal höhere. Sie sind derzeit zwar auf hohem Niveau, aber stagnierend und von 10 investierten Euro gehen 8 in bestehende
Projekte, das heißt Sicherung des Bestands. Zwei in neue, und das ist zu wenig. Das ist für Ökonomen insofern interessant, weil ja die Zinsen so niedrig sind. Und da fragen Sie sich, das ist ja Wahnsinn, wir haben so niedrige Zinsen und niemand investiert. Und da sieht man sehr schön, dass Unternehmer nicht investieren, wenn die Zinsen niedrig sind, sondern wenn die Erwartung groß ist, dass sie das investierte Geld zurückverdienen. Das ist jetzt relativ eine banale Weisheit. Aber wie steigert man diese Hoffnung, dass man das Geld zurückverdient? Das finde ich drum auch dieser ausgeglichene Haushalt so psychologisch von so eminenter Bedeutung. Das in Deutschland zum Beispiel brauchen Sie keinem Unternehmen und auch keinem Konsumenten erklären, dass der Finanzminister die nächsten Jahre kommt, um in seine Taschen zu greifen. Der Schäuble hat einen Überschuss und die Leute wissen, man lässt sie in Ruhe. Das heißt, da investieren sie ganz gern und da konsumieren sie auch ganz gern. Und der Rest ist, den Blick der Menschen nach vorne zu richten. Das heißt nicht jetzt, dass man sagt, es ist eh alles super, sondern dass man sagt, wir haben hier Herausforderungen, die alle in Europa haben. Wir haben aber die besten Voraussetzungen, diese Probleme zu lösen. Und das muss die Politik, die Regierung in dem Fall hinkriegen, dass sie dieses psychologische Moment schafft. Dass man sagt, wir haben hier Herausforderungen, die lösen wir mit Reform A, B, C, D, E, F. Das gehen wir an. Und wir schaffen das, wir erklären, warum wir das wollen. Und das wird ein Klima sein für Investitionen, das relativ gut ist. Und da würde ich sagen, eine der wichtigsten Maßnahmen bei dieser Geschichte ist, dass man diesen Regulierungsrausch versucht, in den Griff zu kriegen. Und da sind wir jetzt zum dritten Mal beim Auslaufen von Gesetzen. Damit hat man eine Chance, dass sinnlose Regulierungen nicht permanent fortgeschrieben werden, sondern dass die auslaufen, dass man die Unternehmer auch unternehmen lässt, weil niemand wird Unternehmer, dass er sich von der Früh bis am Abend vorschreiben lassen muss von der Politik, was er zu tun hat. Das ist psychologisch ganz, ganz wichtig. Also das heißt, ein Reformklima schaffen, dass man sagt, wir haben hier erkannt, wir haben Herausforderungen, die lösen wir und das ist, glaube ich, das beste Investitionsprogramm. Da braucht es keine staatlichen Ausgaben. Herr Schelling, wir haben heute in Ihrer Rede viel gehört über Entbürokratisierung, Steuerreform. Was gar nicht vorgekommen ist, war das Wort Bildung und Investitionen in die Bildung. Brauchen wir keine Investitionen in die Bildung? Das kann es ja wohl nicht sein. Also zuerst einmal unterstütze ich das, was Herr Schellhahn sagt. Wir brauchen zuerst ein Klima, wir brauchen weniger Vorschriften, wir brauchen weniger Strafen. Wir brauchen weniger Bürokratie, um dieses Klima der Investition zu erzeugen und wir brauchen eine Sicherheit für die Unternehmerinnen und Unternehmer, dass wir nicht zusätzliche Belastungen planen und dass wir nicht rückwirkend die Gesetze ändern. Das ist, glaube ich, etwas, was klimatisch schnell herstellbar ist. Das ist eine Zusage, die man geben muss. Der zweite Punkt ist, wir brauchen Schwerpunkte in der Investition in Richtung Forschung. Wir müssen den Forschungsstandort stärken und ich habe daher vorgeschlagen, dass wir in drei Etappen jeweils um 1% die Forschungsprämie erhöhen und die Erhöhung der Forschungsprämie von 10% auf 12% belastet das Budget ungefähr mit 100 Millionen Euro. Aber wir haben daraus resultierend etwa 700 bis 800 Millionen Euro Investitionen am Standort Österreich lukriert, die sonst woanders gemacht worden wären und das brauchen wir ganz dringend. Daher ist das ein Schwerpunkt. Ich habe auch vorgeschlagen, eine Forschungsbeteiligungsgesellschaft, wo der Bund mit Risikokapital dabei ist, aber auch an den Lizenzen und Patenten dann mitverdienen kann. Also das heißt, dieses Klima zu erzeugen, wir wollen gemeinsam was weiterbringen, wir tun da was, ist ganz wichtig. Jetzt kommt zur Bildung. Wir sind mittendrin in einer Bildungsreform und ich halte es nicht für zweckmäßig, die Dinge jetzt wieder neu aufzuschnüren. Jetzt kann man mit dieser Bildungsreform einverstanden sein, mehr oder weniger oder gar nicht einverstanden sein. Ich möchte nur dazu sagen, wir geben gerade über die nächste Periode 750 Millionen zusätzlich für die Bildung aus. Wir investieren das in die Ganztagsbetreuung. Und hier ist auch meine Auffassung die, die auch der Herr Schellhahn schon zum Ausdruck gebracht hat. Ich glaube, wir müssen von diesen Mitteln mehr in die Elementarpädagogik investieren, weil dort ist das große Thema, ob du dann Chancen hast oder nicht. Aber diese Reform läuft, die ist vereinbart in der Regierung, sie wird sukzessive, wenn auch zum Teil schleppend, abgearbeitet. Und es stehen auch zusätzliche Mittel zur Verfügung und deshalb habe ich darauf verzichtet, das heute in meiner Rede anzusprechen. Aber ich halte Bildung, Wissenschaft und Forschung für die zentralen Themen, ob wir in 20 Jahren ein wettbewerbsfähiger Standort sind oder nicht. Das ist entscheidender wie die Frage der Abgabenquote, weil unsere große Kraft, die Österreich hat, sind die exzellenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, innovative Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir sind am Weltmarkt erfolgreich. Wenn wir das erhalten wollen, müssen wir dort investieren. Herr Schellhahn, was muss Ihrer Meinung nach im Bildungsbereich passieren, damit Österreich hier Weltspitze wird? Ich glaube, dass man sich schon auch mehr Gedanken machen sollte über neben
der frühkindlichen Bildung neben dem Herstellen gleicher Startchancen auch dann über die Exzellenz ein bisschen zu diskutieren. Wir gehen in eine Phase der Digitalisierung und ich glaube, eine der größten Befürchtungen in Österreich ist, dass man da nicht mit dabei ist. Das heißt, dass wir auf unseren hohen Kosten sitzen bleiben und zusätzliche Wertschöpfung nicht haben. Also insofern wäre es ganz gut, wenn aus unserer Sicht der Staat sich hier auch ein bisschen zurücknehmen würde und sagen, wir sind weiter Anbieter von Schulen, aber wir diskriminieren auch nicht zwischen privaten und öffentlichen Anbietern. Die Holländer machen das ziemlich gut so, da haben die Eltern die Wahl. Das öffentliche Geld geht immer mit den Kindern mit und es gibt einen gewissen Wettbewerb im Schulsystem. Das wäre in Österreich auch wichtig, im öffentlichen System einen Wettbewerb herzustellen und mehr Wahlmöglichkeiten zu geben und sich auch darauf zu konzentrieren, wie man mit den erhöhten Mitteln mehr erreicht. Im Hochschulbereich ist es auch vom Kanzler so genannt worden, dass das 3, glaube ich, in die Top 100 kommen. Das wäre ein Minimumziel für Österreich. Mit diesen Mitteln auch einmal zu schauen, was kommt denn raus dabei. Das ist ja bei der Forschung genau dasselbe. Sie haben gesagt, die betriebliche Forschung funktioniert sehr gut. Da sind die Effekte auch relativ hoch. Aber wie ist es denn mit der öffentlichen Forschung? Was kommt denn raus dabei bei den erhöhten Mitteln? Und das wäre in Österreich ganz, ganz wichtig. Mehr Wettbewerb, mehr Überprüfung auch der Effizienz. Und auch hier mal nachzudenken, wie man besonders leistungsstarke stärker fördert, wie man die auch an internationale Top-Hochschulen bringt. Das wäre ein Weg für Österreich, der ganz, ganz gut wäre. Wir sind nach einer kurzen Pause gleich wieder da. Dann schauen wir rein in die Rede von HC Strache, die er am Wochenende gehalten hat, und fragen den Finanzminister, was er davon hält. Bis gleich. Ja, Herr Finanzminister, HC Strache war in seiner Rede auch sehr angriffig in Richtung ÖVP. Er hat gesagt, dass die ÖVP eigentlich nur FPÖ-Forderungen der letzten Jahre kopiert und die Wähler das aber sehr genau durchschauen werden, wer hier der Schmied und wer der Schmiedel ist. Ist das so, dass die ÖVP gerade in der Integrations- und Ausländer- und Migrationspolitik in den letzten Monaten viele FPÖ-Forderungen aufgegriffen hat? Es scheint ein bisschen so. Ich will das gar nicht bewerten. Ich bin auch nicht Experte dafür, weil ich bin weder Integrations- noch Außen- noch Innenminister. Und das ist auch gut so. Aber es ist schon klar, dass gerade zum Beispiel Außenminister Kurz durch das Schließen der Balkanroute einen wesentlichen Schritt gesetzt hat, dass die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern übereingekommen ist, eine Zuwanderungsquote zu entwickeln. Das sind Schritte, die sind vielleicht von der FPÖ viel radikaler angedacht, weil ich nehme an, der Herr Strache will null Zuwanderung haben. Mag sein. Ich kann nur dazu sagen, ich war vor kurzem in England und die diskutieren ja auch dieses Problem der Personenfreizügigkeit im Rahmen des Brexit, erkennen aber gleichzeitig, dass sie ohne Zuwanderung die Wirtschaft nicht führen werden können. Das ist ein Punkt, den man diskutieren kann. Daher sehe ich das eher darauf bezogen, dass ich diese Rede nicht zu kommentieren habe, weil aus meinem Bereich Wirtschaft, Finanzen, Budget kenne ich keinen einzigen Vorschlag der FPÖ. Es ist auch kein Vorschlag bei der Rede nach meinem Dafürhalten vorgekommen. Und daher sollte ich die Dinge kommentieren, die von anderen vorgeschlagen werden. Es gibt ja von vielen Parteien Konzepte, die zu kommentieren sind. Aber in meinem Bereich, das ich heute präsentiert habe, habe ich von der FPÖ keine Vorschläge mitbekommen und daher kann ich es auch nicht kommentieren. Jetzt hat uns die Flüchtlingskrise 2016, und das betrifft Sie dann doch wieder, doch einiges an Geld gekostet. Die ÖVP ist letzte Woche mit dem Vorschlag vorgeprescht, dass man die Asylobergrenze halbieren soll auf 17.500 im heurigen Jahr. Gibt es eine Abschätzung, was uns das 2017 kosten wird? Also die jetzigen Flüchtlingsströme sind ja budgetiert. Da muss man halt alles zusammenrechnen. Wir haben Kosten für die Integration, wir haben Kosten dann in der Mindestsicherung. Das sind viele Faktoren, die da ausschlaggebend sind. Warum es so wichtig war, diese Diskussion über die Höchstgrenze zu führen, ist ja die Tatsache, dass nicht nur die Problematik der Zuwanderung da ist, sondern dass wir jenen riesigen Berg der Zuwanderung, die voriges Jahr passiert sind, in die Integration bringen müssen. Und es ist nicht mehr machbar, das alles zu integrieren. Das hat Auswirkungen auf Bildung, auf Kindergärten, auf Arbeitsplätze, auf Wohnungen und dergleichen. Und das muss jetzt bewerkstelligt werden. Und daher ist es richtig zu sagen, gehen wir noch einmal herunter, bis wir dieses Integrationsproblem gelöst haben. Und dann kommen wir auch noch wieder in normale finanzielle Rahmenbedingungen hinein. Natürlich gibt es eine Wechselwirkung auch, denn diejenigen, die jetzt Geld bekommen aus den Sozialsystemen, insbesondere die schon asylberechtigt sind und zum Teil in der Mindestsicherung sind, das sind ja auch Konsumenten, die beleben auch zum Teil
zwar nicht stark, aber sie beleben zumindest auch jenen Teil, allerdings eben nicht aus Wertschöpfung, sondern aus öffentlichen Geldern. Und daher war es richtig, diese Maßnahme zu setzen. Und ich erinnere daran, als wir die Obergrenze zum ersten Mal diskutiert haben, hat es auch von vielen die Meinung gegeben, das kann man nicht machen. Und nach mehreren Wochen der Diskussion, auch gemeinsam mit den Ländern und Gemeinden, ist man zu diesem Ergebnis gekommen und hat das umgesetzt. Daher, glaube ich, sollten wir das ganz offen diskutieren. Vizekanzler Mitterlehner hat gestern gesagt, natürlich ist die Zahl an sich jetzt nicht die aussagekräftige Größenordnung, sondern aussagekräftig ist, vertreten wir das gemeinsam in Europa, setzen wir die notwendigen Maßnahmen, das umzusetzen, und dann erst wird das zum realistischen Wert werden. Aber insgesamt, glaube ich, ist es schon so, dass wir durch den enormen Zustrom, der viermal so hoch war wie im Durchschnitt, riesige Probleme abzuarbeiten haben, die vor allem jetzt in Richtung Integration gehen, und die muss gelöst werden. Übrigens auch hier ein Vorschlag zur Entbürokratisierung von mir. Wir müssen schauen, dass die Menschen Deutsch lernen, damit sie integrierbar sind. Und wir haben vier Ministerien, die für die Deutschkurse zuständig sind. Also mir würde es reichen, wenn es eine gemeinsame Plattform der vier Ministerien gäbe, die die Deutschkurse organisiert, nach gleichen Standards, nach gleichen Voraussetzungen. Da ist auch der Bund gefordert, nicht nur immer bei den anderen mit dem Finger zeigen. Da sind auch wir gefordert, über unsere Kompetenzverteilung nachzudenken. Herr Schellhorn, Bundeskanzler Kern hat letzte Woche am Rande seiner Rede gesagt, Neuwahlen sind vom Tisch, er möchte einen Neustart der Regierung. HC Strache hat dieses Wochenende wenig überraschend gesagt, er fordert sofortige Neuwahlen. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Wird diese Regierung bis ans Ende der Legislaturperiode, also bis Herbst 2018, durcharbeiten, oder werden wir heuer 2017 noch Neuwahlen erleben? Ich glaube, das werden wir jetzt in den nächsten Wochen relativ schnell sehen. Also es wird sich meiner Einschätzung nach im Jänner jetzt klären, was von diesen Schnittstellen als gemeinsames Programm entworfen wird, von diesen Schnittmengen, Entschuldigung, und dann wird man sehen, was kommt zur Umsetzung und ob man das überhaupt noch will. Wenn davon jetzt nichts umgesetzt wird, also von diesen ganzen Einigkeiten, die man hier hat, dann wird es sehr stark in Richtung Neuwahlen gehen. Jetzt würde man sagen, so die verschiedenen Reden deuten ja eher darauf hin, dass man nicht bis zum Ende durchhält. Aber das wird es jetzt in den nächsten Wochen zeigen, ob es hier auch eine Art Leadership in der Regierung gibt, weil das ist ja dann immer noch der Kanzler, ob er die ÖVP mit ins Boot bringt, ob es ein gemeinsames Arbeitsprogramm gibt, auf das man sich festlegt und das man einfach sofort beginnt umzusetzen. Dann wäre das ein klares Signal, dass man durchhalten will bis zum Ende der Legislaturperiode. Und das kann man ja auch nur, wenn man hier auch Leistungen zeigt und endlich umsetzt, weil sonst sieht jeder, dass man nicht mehr zusammen kann. Und dann würden wahrscheinlich beide Parteien nicht maßgeblich davon profitieren. Der Vizekanzler hat im Jahr 2016 der Regierung ein Ultimatum bis Ende des Jahres gesetzt. Bis dahin muss was weitergehen. Jetzt ist dieses Ultimatum scheinbar verlängert worden. Bis wann setzen Sie denn der Regierung ein Ultimatum? Bis wann muss denn jetzt wirklich was weitergehen? Also zum einen, ich möchte schon nochmal klarstellen, diese Regierung hat einiges geliefert. Also wenn ich nur mein Ressort anschaue, wir haben die HETA gelöst, wir haben die Bankenabgabe gelöst, wir haben einen Finanzausgleich zustande gebracht, wir haben einen Finanzrahmen entwickelt, der nach entsprechenden Diskussionen nach unten geht, was die Verschuldung anbelangt. Es ist viel passiert. Es ist auch im Bildungsbereich was weitergegangen. Es ist bei der öffentlichen Sicherheit was weitergegangen. Es ist schon viel passiert. Daher sollte man nicht sagen, die Regierung hat gar nichts zusammengebracht. Das ist genau ein falscher Zugang. Wie euphorisch zu sagen, ist eh alles in Ordnung. Das stimmt auch nicht. Ich gehe davon aus, dass die Menschen in Österreich von uns erwarten, dass wir arbeiten. Und sie erwarten von uns keine Ankündigungen, sondern sie erwarten Resultate. Und da bin ich beim Herrn Schellhorn. Diese Resultate müssen jetzt kommen. Wir haben 18 Monate Zeit, wenn wir das ausnützen, die Legislaturperiode, dann haben wir diese Zeit, um den Menschen zu zeigen, diese Regierung kann, sie will und sie setzt um. Und das ist unsere Aufgabenstellung. Daher gehe ich davon aus, dass wir bis zum geplanten Wahltermin diese Regierung nutzen, diese Regierungszeit nutzen, um aktiv Österreich zu gestalten, um aktive Maßnahmen zu setzen, die in Richtung Psychologie gehen, in Richtung Optimismus gehen. Und davon gehe ich aus, das ist unser Job. Und sollten die Parteispitzen das anders entscheiden, habe ich mich dem unterzuordnen. Herr Finanzminister, Herr Schellhorn, vielen Dank für das Gespräch und den Besuch im Studio. Bei uns geht es jetzt weiter mit den wichtigsten Nachrichten des Abends. Schönen guten Abend. Wiederschauen.